Hier sind wir wieder, angekommen in Hitman Absolution, nachdem wir letztes Mal am Ende nochmal ordentlich auf den Sack bekommen haben. Und was kann ich großartig festhalten? Ich bin hier jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde umhergehört, habe probiert, diese Mission irgendwie erfolgreich abzuschließen. Ich habe es nicht hinbekommen. Dementsprechend habe ich im Internet nachgeguckt, einfach weil ich keinen Lösungsansatz gefunden habe, keinen Lösungsansatz gesehen habe, wie denn einer lauten könnte. Und was findet man denn da heraus? Alle sagen, ey, Level ist super, super happig, super schwer. Am besten, man soll da einfach durchrushen. Dann habe ich mir gedacht, nein, das kannst du ja eigentlich nicht machen, weil ist ja nicht Hitman-Style. Aber am Ende dachte ich mir dann, hey, warum nicht? Das ist doch mal was anderes. Und bevor ich mich hier zu Tode suche und am Ende dann hier vielleicht ganz den Geist aufgebe, kann ich es doch einfach mal probieren, ein wenig anders weiter vorzugehen. Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich. Gucken Sie noch mal an. Ma'am. Send diese Team 1 bitte kommen. Melden Sie sich. Wie ich die. Das hat keiner gesehen. Okay. Das ist natürlich sehr krass. Hey. Seid vorsichtig. Hier wurde jemand umgebracht. Okay, ich verstecke mich jetzt erstmal im Schach. Hier gehe ich nochmal hoch. Das ist so geheuer, ist mir jetzt auch nicht. Leiche gefunden, alles schön, alles gut. Aber es muss ja nicht immer direkt negativ sein. Ich bleib hier. Oh mein Gott. Vier Leute sind hier jetzt schon mal vor Ort. Sagen die auch noch irgendwas von Verstärkung? Langsam bezweifle ich, dass es doch nicht so der absolute Hit war. Dann spiele ich hier ein bisschen mit meinem Feuerzeug rum. Hoch, runter, links, rechts. Hoch, runter, links, rechts. Bla, bla, bla. Ich hoffe, irgendwann lässt ihr gleich die Aufmerksamkeit an mir nach. Okay, alles scheint normal zu sein, aber das ist es nicht. Bleib okay. Wachsam. Alles scheint normal zu sein, aber es ist es nicht. Spähen. Hier geht er raus. Sehr schön. Aufmerksamkeit wieder von uns abgelenkt. Verdammt. Shit it. Jetzt wollen sie es aber richtig wissen. Komm her. Kann doch nicht sein. Ach, das hat er. Nee, das hat er nicht überlebt, oder? Komm mal her, Meister. Wo seid ihr denn alle? Och, warum seid ihr denn alle so super weit weg? Mensch. Nachladen. Hier kommt gleich noch irgendwo einer. Auch die Person nehmen wir auseinander. Die Waffe nehmen wir auf. Verkleiden wir uns mal als der Typ. Also sollte, glaube ich, dieselbe sein, ne? Verstärkung ist da. Ich dachte, man soll hier einfach ein paar Gegner ausschalten und dann läuft das. Also nicht, dass das hier so ein langwieriger Prozess wird. Aber naja, dann machen wir das einmal. Und lernen halt daraus, dass wir es nicht nochmal machen. Wir dürfen den Kern nicht verlieren. Vorwärts! Ja. So. Munition haben wir aufgenommen. Waffe ist eigentlich ganz geil. Also relativ genau, so war es halt gemeint. Oh, wo bist du? So viele sollten hier gar nicht mehr rumhängen. Oder täusche ich mich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau aus dem Kopf. Wo kommen die denn da jetzt her? Und hier ist irgendwo die Nonne. Die werde ich jetzt richtig schön wegputzen. Miststück. Die anderen beiden dann auch noch und hat es sich mehr oder weniger gegessen. Schön, wenn jemand für die Rechte der Menschen kämpft.
Ja. Bin ich auch relativ stolz drauf. So, sicher. Alles ausgeschaltet, was überhaupt möglich war. Hier können wir, glaube ich, sogar jetzt noch den einen Beweis finden. Ja, der lag ja beim anderen auch schon auf der Truhe, wo wir aber selber dann nicht mehr rangegangen sind. Boah, das ist eine fette Waffe. Naja, gehen wir jetzt erstmal weiter durch. Ich hoffe, dass sich das jetzt geklärt hat, wie jetzt die Mission beenden und alles schön und gut ist. Denn auf ein weiteres Hin und Her habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust hier mit Schießen und so einem Kram wieder. Okay, jetzt sind wir hier praktisch, also unsere Aufgabe ist, die letzten Saints eliminieren. Das scheint eine sehr, sehr große Karte, sage ich mal, zu sein. Da werde ich mich jetzt irgendwie, werde ich probieren, ein bisschen anders vorzugehen. Oder? Warum ist jetzt die Verkleidung aufgeflogen? Wie wollen die das denn gemerkt haben? Ich habe doch einfach nur einen Schuss mit einem schallgedämpften, mit einer schallgedämpften Pistole abgegeben. Gut. Also anders vorgehen. Wegen der Sicherheit. Dann machen wir das doch. Spricht ja auch nichts gegen, ne? Würde ich mal sagen. Hopp. Ah ja, da treffen sie sich. Lassen Sie Ihre Männer das Maisfeld durchsuchen. Ja, Ma'am. An alle Einheiten. Wir haben Befehl, das Maisfeld zu durchsuchen. Jeweils zwei Mann gehen zusammen. Verteilt euch. Over. Okay, ja, dann geht mal ins Maisfeld. Da werde ich mich schon um euch kümmern. Da macht euch mal keinen Kopf. Das werde ich schon hinkriegen. Schalten wir dich erstmal aus. Ruhig stellen. Ist das jetzt ein anderer Typ? Ich weiß das gar nicht. Ich werde es ja gleich sehen. Ja, das ist eine andere Verkleidung. Okay. Flügeleisen tauschen mit dem Messer. Geben Sie auf, 47. Wir wissen, dass Sie da draußen sind. Gott, wie viele sind hier denn gerade? Zwei. Nee, die sind mir zu eng aneinander. Das ist mir doch ein bisschen zu krass. Alles klar, over. Ma'am, das Säuberungsteam hat gerade die Leichen von Team 1 gefunden. Das war ein Profi. Unsere Zielperson ist immer noch da draußen. So, sie steht irgendwo hier vorne. Ist das? Ist sie gerade an das Häuschen gegangen? Gehen wir hier jetzt einfach stinken mal durch. Werde ich hier jetzt gleich nochmal schön den Hebel umlegen. Und hoffen, dass sie halt stirbt. Hebel ziehen. Kontrollpunkt aktivieren und mich hier wieder ins Maisfeld verdrücken. Ja, Schürzenjäger 2 von 2, sehr gut. Haltet die Augen offen. Sind also schon ganz schön dreist. Hier. Das ist immer gleich so krass übertreiben. Fast schon zu süß. Aber ich würde sagen, die Verkleidung dieses Polizisten ist gar nicht mal so schlecht. Er ist irgendwo da draußen. Agent 47, wir haben das Feld umstellt. Wenn Sie sich jetzt ergeben, ist Travis zu einem Deal bereit. Herrschaft, Zeiten! Oh, kommen Sie schon. Etwas mehr Respekt, okay? Du, sieh nach, was das für ein Chaot ist. Ganz okay. Ruhig, Jungs. Okay. Lassen wir ihn zu uns kommen. Glauben Sie, das macht uns Spaß, 47?
Ziel töten. Gesichert. Roger. Oh Gott. Muss ich mich erstmal wieder in der Umgebung umgucken. Hier hinten ist die nächste. Okay, also hier kriegen wir es scheinbar auch anders hin. Also wird sie sich da gleich irgendwann auch nochmal drunter stellen. Höchstwahrscheinlich, dass wir sowas, was man halt runterschießen kann. Aber vielleicht kriegen wir es ja auch anders hin. Ich kenne den. Na, wo geht sie jetzt denn? Mal gucken. Bleibe ich einfach mal geduckt. Ah, leicht ist es nicht immer. Aber naja. Ja, komm, geh schon. Bitte. Nee, so wird das nichts. Du musst noch ein Stückchen rüber gehen, kleine Maus. Nur ein Stückchen. Ja, wir haben es geschafft. Oh Mann. Was jetzt? Kommandoposten finden. Hier bahnt sich was an. Möglicherweise ein Unbefugter. Aufpassen. Ja, Kommandoposten. Das ist mir jetzt ein wenig. Was geht da ab? Also nicht so ganz geläufig. Ich warte jetzt erstmal ganz kurz, bis sich hier die ganze Aufregung gelegt hat. Haben uns so nochmal jetzt vom extremen Action-Part nochmal relativ gut abgewandt. Und jetzt warten. Warten, bis die nicht mehr Aufmerksamkeit geschöpft haben. Und dann kann es auch gleich hoffentlich weitergehen. Ja, gut. Ihr werdet auch nichts finden, ihr Arschgeigen. Okay. Kurz warten. Kommt er hier jetzt rein? Oh, hoffentlich nicht. Obwohl, der kann mich theoretisch nicht erkennen. Tut mir leid, aber Sie haben hier keine... Oh. Sir, ich rede mit Ihnen. Oh. Sir, bleiben Sie auf der Stelle stehen. Er hat sich umgezogen. Lass ihn nicht entkommen. Oh nein. Nein, wir waren so gut dabei. Scheiße. Nein. Oh Mann. Wir haben ihn verloren. Sehe ihn nicht mehr. Zentrale, wir haben die Zielperson verloren. Setzen die Suche fort. Mal sehen. Oh. Bitte kommen, Zentral. Mögliche Feinde in der Nähe. Wie? Bitte vorsichtig vor. Over. Hey! Es geht hier alles ein wenig in die Hose. Antworte mir. Zentrale, wir werden hier einzeln ausgeschaltet. Bitte um Anweisungen. Negativ. Keine Spur von dem Täter. Also, wo bist du denn? Und ruhig gestellt. Jetzt als er verkleiden. Ist ja theoretisch gesehen neue Verkleidung. Und dann müssten die gleich wieder von mir ablassen. Theoretisch gesehen. Ich weiß jetzt nicht ganz den Sinn, der hier jetzt noch kommt. Also ich mich hier mal kurz durch. So, ans Telefon gehen. Das wäre es gewesen. Oh, dafür habe ich 50.000 Punkte liegen lassen. Scheiße. Naja, sei es drum. Mission gescheitert. 47.
Ja, kannst mal sehen, mein Freund. Travis. Ich habe ihnen vertraut. Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten. Sie haben mich gedemütigt. Somit haben wir die wahrscheinlich actionreicheste Mission abgeschlossen. Handgemenge. Verbessert weiter die Reaktionszeit im Nahkampf und verkürzt die Zeit, die 47 benötigt, um ein Ziel ruhig zu stellen. Das ist sehr gut. Kontrollierte Atmung. Ja, ist die erhöhte Stabilität. Das wissen wir auch. Na, 100.000 nur noch. Krass, wir wären ganz, ganz hart bei locker 200 irgendwas K gewesen. Dann läuft es. Das ist doch sehr, sehr gut. Sehr gut. Schönes Ding. Hier gab es sogar der Erlöser. Agentur Jagd P22G. Hier gab es wieder allerhand zu tun. Schwarzer Witwer, Stromschlag, Schürzenjäger, Einmischung, Ruhe vor dem Sturm. Also gar nicht so schlecht waren wir eigentlich. Aber es war auch echt super lang. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Hahn.